Hallo zusammen, willkommen zurück mit mir in der Küche. Heute mache ich ganz feine Äpfelgutzli. Und wieso ich die mache, ist einfach, weil ich heute so Lust habe auf einen Äpfel. Habe ich gedacht, ich verpacke das einfach in ein feines Gutzli und zeige jetzt, wie das geht. Wir fangen an mit dem Teig. Für das nehmen wir Butter, tun das in eine Schüssel und vermischen den Rotzucker mit dem Vanillezucker und geben das auch. Und dann lassen wir das auf mittlerer Stufe ca. 2 Minuten rühren. Dann könnt ihr mit einem Messer den ganzen Markt rauskratzen. Und dann geben wir das Vanillemark zu der Masse dazu. Nach ca. 2 Minuten gebe ich das Ei dazu und lasse das für etwa 2-3 Minuten weiter rühren. Während das rührt, schneide ich den Äpfel in kleine Würfel, mache die Mehlmischung parat und schneide die Schoki in kleine Würfel. Just close your eyes and let me be you. Just close your eyes and let me. Und jetzt tue ich die Mehlmischung langsam zum Teig zugeben. Und so sieht dann euer Teig aussehen. Und jetzt tue ich die Äpfel und die Schoki darunter ziehen. Und aus hygienischen Gründen ziehe ich den Ring ab, weil ich jetzt mit den Händen arbeite. Jetzt tue ich etwas Mehl an die Hand, damit der Teig nicht anklebt. Und dann nehmen wir etwa so eine Menge Teig und formen die zu so walnussgrossen Kugeln. Ihr könnt grössere machen, wenn ihr wollt, oder auch kleinere Gutzli. Und schaut, da ist wichtig, dass ihr den Abstand haltet dazwischen. Weil die gehen noch etwas auf im Ofen und damit sie nicht zusammenkleben. Je nach Grösse der Kugel gibt es ca. 30 bis 50 Gutzli. Das Blech ist voll. Jetzt könnt ihr mit den Händen die Gutzli andrücken. Einfach ganz fein. Weil im Ofen gehen dann die automatisch mehr auseinander. Gutzli sind parat. Die tun jetzt für ca. 20 Minuten bei 180 Grad Umluft in den Ofen. Während die Gutzli offen sind, beschäftige ich mich ein bisschen beschäftigen und wasche ab. Jetzt schmilze ich gerade die weiße Schoki für meine Glasur. Was hier wichtig ist, habe ich schon beim Schokikuchen-Rezept gesagt, dass ja kein Wasser in die Schoki kommt, weil sonst kann man sie nicht mehr brauchen. Wenn ihr keine Spritzsack habt, könnt ihr einfach ganz ein kleines Plastiksäckchen nehmen und das in ein Gläschen stellen und dann die Schoki abfüllen. Ich habe übrigens noch einen Messerspitz Zimt dazu da. Das könnt ihr wählen, ob ihr wollt oder nicht. Dann nehmt ihr das Säckchen so, macht einen kleinen Knopf oder hebt es einfach ziemlich lang. Und dann könnt ihr einfach unten beim Säckchen ganz ein kleines Löchchen machen. Und jetzt könnt ihr mit einem lockeren Handgelenk die Gutzli schön verzieren. Nach weniger als einer Stunde habe ich meine super feinen Gutzli. Wenn du die auch backen willst, kannst du auf kochtoch.ch und ich kann endlich in meinem feinen Öpfel beißen.